Nabend, ihr Füchse da draußen und willkommen wieder an diesem wunderbaren Mittwochabend. Wir finden uns erneut. Grüße gehen da erstmal raus. Grüße gehen raus an die Arina. An die Kuren ist auch da. Grüße gehen raus, Kuren. Du heißt jetzt ja sogar Kuren. Jetzt bin ich ja gar nicht mehr verwirrt. Der Falk ist auch da. Grüße an alle Hochbegabten. Muss direkt lachen. Grüße gehen raus an euch. Freut mich, dass ihr wieder da seid zu diesem kleinen rattigen Abenteuer. Ich muss gestehen, ich bin etwas müde, aber ich habe mich schon den ganzen Tag darauf gefreut, dass wir jetzt hier weitermachen. Tatsächlich. Tatsächlich, ja. Also die Leistung kann heute vielleicht ein bisschen scheiße sein. Das könnte passieren. Ich wurde gerade noch von meiner Schwester gelobt, dass ich letztes Mal richtig weit gekommen bin und es voll gut drauf habe. Insofern habe ich Hoffnung. Und ich habe mich jetzt auch nicht designt und hübsch gemacht oder so. Es war alles etwas spontan. Damit, verzeiht mir, wenn ich etwas verstrubbelter aussehe als üblich. Ne? Ich hatte ganz keine Zeit für Make-up und so. Wir ziehen es einfach durch. Nabeln von der Cross ist auch da. Grüße, Grüße, Grüße. Ja, ich würde sagen, wenn ihr euch noch erinnert, wir rekapitulieren nochmal kurz. Also wir sind aufgewacht. Also sind wir nicht, wir waren schon wach, aber sind durch den Wald gelaufen mit dem Hund. Das war eigentlich ganz nice. So ein bisschen herbstmäßig, eigentlich geile Stimmung, alles cool. Und dann wurde der Hund in ein Loch gezogen und gegessen. War irgendwie nicht so schön. Dann wurde unsere gesamte Familie getötet. Und wir sind mit unserem kleinen Bruder Hugo durch einen Ort geflohen, wo alle uns umbringen wollten, um dann zu einer Farm zu fliehen, auf der riesige Berge von toten Schweinen rumlagen, wo wir eigentlich so ein Priester oder so treffen sollten. Oder einen Gelehrten, keine Ahnung. Der ist dann verbrannt. Aber mit seinem Schüler sind wir dann mit dem Boot abgehauen und sind jetzt an irgendeinem Ufer angekommen, wo es Frösche sind. Und ich meinte noch, ein Frosch. Das war so die Kurzzusammenfassung von dem, was letztes Mal passiert ist. Und ja, da setzen wir doch jetzt einfach mal wieder ein. Wird heute auch wie letztes Mal eher so ein Zuguck- und Spannend-Stream sein. Jens, Grüße gehen raus. Danke fürs erneute Abonnieren. Willkommen im Fuchsbaus. Ach, guck mal, jetzt kann ich hier irgendwas machen. Ich kann Danke drücken. Warte, warte, Jens, ich will Danke drücken. Yay. Was muss ich jetzt machen? Ja, keine Ahnung. Ich lerne das noch mit die Twitch. Ich werde noch Experte. Ich sag dir das. So. Danke, Jens, auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Wir fahren jetzt einfach hier mal fort, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, wird eher so ein Zuguck- und ist spannend Stream. Weniger so ein wie sonst, dass wir so ein bisschen viel miteinander reden. Dürft natürlich trotzdem gerne chatten und euch auch unterhalten. Ich versuche, dem Chat zu folgen. Gucken wir mal, ne? Jetzt aber erstmal genug gequatscht. Ich würde sagen, wir starten erstmal. Sven, Grüße gehen auch an dich. Besser zu gehen. Hoffentlich ja. Bleibt das auch so. So, folge dem Aquädukt. Wenn ihr euch noch erinnert, damit endete es. Wir sollen jetzt dem Aquädukt folgen. Ach, es sieht einfach bombastisch aus. Ich bleibe dabei, es sieht wunderschön aus. Und mein Plan ging übrigens volle Lotte auf. Ich habe das jetzt schön auf YouTube, also für alle, die das jetzt auf YouTube sehen, Grüße gehen natürlich auch raus an die YouTube-Fraktion. Auf YouTube kann man das später dann halt in geilerer Auflösung mit 60 FPS genießen. Also jetzt nicht, dass ihr jetzt alle abhauen sollt und auf den YouTube-Stream dann warten, ne? So nicht. Sondern solltet ihr es nochmal nachgucken wollen oder so. Auf YouTube sieht es dann halt doch deutlich geiler aus, muss man echt sagen. Weil so ein 60 FPS Stream... Ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ach Gott, ja. Hugo ist vorgerannt. Aber er sollte näher bei uns bleiben. Besser ist das. Wobei hier scheinen aktuell keine Ratten zu sein. Also wir können hier etwas safer sein. Alles wird gut. Alles wird gut. Guten Abend, ihr hochwohlgeborene Herrlichkeit. Grüße gehen raus an Trucker, ey. Was los? Sound müsste noch soweit in Ordnung sein. Ich habe nichts umgestellt. Insofern dürfte eigentlich alles passen. Wenn nicht, haut's mir in den Chat. Nee, live ist das doch viel lustiger. Ich finde das auch. Wo willst du hin? Live ist halt schon cooler, weil man auch interagieren kann und zusammen rätseln kann und so. Aber zum Nachgucken ist halt dann. Sieht es nochmal echt bombastisch gut aus. So, ducken. Siehst du, ich kann's noch. Ein Glück. Natürlich habe ich in einer Woche die Steuerung in Gänze vergessen, aber ist kein Problem. Ich glaube, ich kriege die wieder on the fly auf die Kette. Wo ist Hugo denn jetzt hingerannt? Warum rennt der denn los? Der hat doch jetzt gerade in den letzten Tagen so viel Gruseliges erlebt. Also ich glaube, wenn ich jetzt Hugo... Oh, okay. Hey, seht mal, ich bin ein Ritter. Mhm. Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Der lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Ah, Spielverderberin. Los, weiter. Hugo ist wieder schlecht drauf. Siehst du das? Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Entschuldigung, ich wollte nicht furzen. Also, hier wird wahrscheinlich ab... Achso, wir sind hier beim Aquädukt. Natürlich wird hier Abwasser lang geleitet, ganz klar. Also entweder Wasser oder Abwasser. Eigentlich doch Wasser, oder nicht? Hat Abwasser einen anderen Namen oder ist es auch ein Aquädukt? Jetzt mal bitte an die Hochbegabten, ja? Frage für einen nicht so gebildeten Freund.
Weiß eigentlich einer, ob es irgendwelche Sammelsachen gibt? Also außer die Items, die man einsammeln kann, wo es sich jetzt hier lohnt, durch die Gegend zu laufen? Oder ist das eher so ein straightforward, folg mal einfach dem Weg, Fuchs? Was macht ihr da? Okay, nee, ist klar, ja, okay. Ja, Hugo, wenn du wegrennst, was macht ihr da? Dann rennen wir auch weg. Oh oh. Hugo ist wieder an der Hand. Ich werde wohl zu YouTube wechseln müssen. Das ist seltsam. Weil hier kann man keine Quali einstellen. Was ist das? Eigentlich schon. Das stinkt. Es kommt von da drüben. Oh, was wird uns da erwarten? Was wird uns da erwarten? Also eigentlich solltest du Quali einstellen können. Da müsste so ein Rädchen sein. Aber gut, bei Twitch weiß man nie, was da passiert. Lukas, kommt schnell her. Oh oh. Ja, wir kommen. Ging nicht auch irgendwie rennen? Ah, da liegt schon mal jemand oben. Oh mein Gott. Sind sie alle tot? Wir können nicht weiter. Amicia, wir müssen dem Aquädukt folgen. Überquere das Schlachtfeld. Also, Hugo, die sind nicht tot. Die schlafen nur. Mit dem Inneren nach außen. Na dann. Oh mein Gott. Amicia, müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Hugo. Wir haben keine Wahl. Es wird nicht besser, ne? Oh Gott, wo muss ich denn lang? Oh nee, oh Gott, warum? Ob wir ihn wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Los. Nicht zu viel drüber nachdenken, nicht zu verkopft. Einfach, boah, das sieht ja noch übler aus als das Schlachtfeld in Witcher 3. Tatsächlich, ja. Oh, wir können Hugo hier bleiben lassen, falls notwendig. Also aktuell nehme ich ihn erstmal noch mit. Gibt es hier vielleicht irgendwas zu sammeln? Nee. Ah, sieht wirklich eklig aus. Es sieht halt grafisch vor allen Dingen auch sehr eindrucksvoll aus. Wir sollten nicht hier sein. Oh, dieser Gestank. Kaum auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Ja, wo ist das Aquädukt? Ich habe die Wahl zwischen automatisch und Quelle und 180p schafft mein Netz nicht. Ja, automatisch sollte ja dann eigentlich runterregeln. Normalerweise. Ich bin schon nur auf 180p, deswegen auf für YouTube nehme ich in 144 auf. Lukas? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ganz genau. Ich weiß es ganz genau. Curie, Grüße, Madame Curie. Oh, oh. Oh nein, die Ratten, bleibt weg von ihnen. Amicia, sie sind überall, hunderte von ihnen. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, wir müssen einen anderen Weg finden oder... Ach, da sind ja auch... Okay, wir brauchen irgendwie einen Stock. Gibt es hier irgendwo Stöcker zum Einsammeln? Ich sehe zwar hier welche rumliegen, aber die kann ich nicht einsammeln. Wir benötigen Stöcker. Sieht irgendjemand Stöcker? Bin ich wieder zu blind, um sie zu sehen? Hier liegt auf jeden Fall Zeug rum. Ach, guck mal. Ah. Ah, Moment. Wir brauchen nicht unbedingt Stöcker. Wir haben ja gelernt, dass man auch Dinge herstellen kann. Okay. Let's try it out. Aber ich denke mal, es gibt immer einen Weg, das auch ohne irgendwas herzustellen. Weil da ist ja offensichtlich was, wo wir Feuer machen können. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir dieses Menü öffnen. Da. Zum Herstellen links klicken. Doink. Doink. Okay, soll es mal reichen. Ich versuche da jetzt einfach mal Feuer hinzumachen. Geht das denn? Wird das denn gehen? Da ist ja dieser Ast im Weg. Ist ja irgendwie ein bisschen räudig. Ich werde es einfach mal trotzdem versuchen, in der Hoffnung, dass es klappt. Ja, schade. Vielleicht sollte ich nicht so schnell aufgeben. Duck dich mal und dann luft. Genau, luft das mal doch darüber. Ja, also. Es geht doch, man muss einfach nur an sich glauben. Für Ratten ist überall Platz. Ich wollte gerade sagen, die machen sich das überall gemütlich. Da ist auch so ein Pferdekadaver einfach optimal. Ist gar kein Problem. Okay, es wird nicht besser. Laufen, laufen, laufen. Keine Müdigkeit vorschützen. Da drüben sind Leute. Das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Plünderer. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Die wollen Sachen stehlen. Aber warum? Wahrscheinlich um zu überleben. Genau wie wir. So, weiter geht's. Gibt's noch mehr zu stehlen? Zu stehlen.
Es ist ja kein Stehlen mehr, wenn die alle tot sind. Jetzt würde ich sagen, es ist eher, wir leihen uns das ja quasi aus. Okay. Sollen wir einfach mal machen? Ich weiß jetzt nicht genau, was es bringt. Ach, guck mal, da ist irgendwie... Naja, wir machen einfach Kannst mal. Kannst du mir helfen? In Ordnung. Drücke wiederholt E. Gönnung. Gedacht, dass das so schwer ist. Oh, ich krieg schon Muskelkater hier. Oh. Okay. Kuh. Hugo, hör zu, du musst das erledigen. Ja, warte, aber noch nicht. Ich kann nicht. Da sind überall Ratten. Wir müssen uns einen Weg hindurchbauen. Mhm. Kann ich das irgendwie wieder loslassen? Ich muss hier wieder weg. Alles ist gut. Geh jetzt. Ja, ja. Sei vorsichtig. Da ist gar nichts gut. Leute, ich muss das nochmal... Ah ja, ist klar. Ich kann es wieder loslassen. Alles gut. Man kann das abbrechen. Alles wird gut. Kenshin, huhu. Endlich Feierabend. Ja, dann willkommen, willkommen. Genieß den Feierabend. Verdient, hoffe ich doch mal. So kommen wir hier nicht durch. Wir brauchen Feuer. Hm. Dies hat... Ja, da unten liegen Holzstöcke herum, aber die Ratten sind überall. Hm. Also, die Dinger sind auf jeden Fall nicht dafür da, um irgendwie Feuer damit zu machen. Ich mache erstmal nochmal trotzdem noch so ein paar von den Dingern. Die schaden ja nicht, ne? Da sind Holzstöcker. Wir müssen wahrscheinlich das Ding... Ah ja, warte mal, ich habe eine Idee. Wir müssen das Ding anzünden. Komme ich da irgendwie hin? Aha, ja sicher. Nein, oh Gott. Ja, warte, jetzt. Na, wunderbar. So, und jetzt aber ganz schnell. Nur aber ganz schnell. Und los. Ja. Los, komm. Ah, das ist aber auch du. Los, schneller. Okay, Hugo, hol Holz. Das musst du machen. Ja. Hugo, beeil dich, bevor das da ausgeht. Ich brauch dich doch noch. Ja, ich hab's geschafft. Jetzt komm auch wieder zurück. Jetzt komm zurück. Der Bus, der nicht langsamer werden durfte. Ich sag's dir, Kenshin. Hast du jetzt einen Stock mitgebracht? Sie sind wie gelähmt. Gut gemacht, ihr beiden. Einen? Ja, geil. Wir haben jetzt einen Stock. Das ist jetzt nicht unbedingt viel. Wo müssen wir denn überhaupt lang? Wir müssen dem Aquädukt folgen. Wahrscheinlich dann da vorne weiter. In diese Richtung. Na dann mal los. Hugo, auf geht's. Ich hoffe, das wird klappen. Duckt euch ins Gras, schnell. Oh. Er darf uns nicht sehen. Amicia, seine Laterne. Ich. Alles klar. Er kommt. Die Laterne von Gegnern können mit einem gezielten Schuss deiner Schleuder gelöscht werden. Was den Gegner den Ratten ausliefert. Wie ging denn das mit der Schleuder? Was habe ich da? Oh nein. Oh doch. Oh Gott. Das ist furchtbar. Aber es hat funktioniert. Wenigstens pünktlich zur Rattenplage. Passt schon. Ja, es hat funktioniert, aber es war jetzt schon trotzdem ein bisschen abartig. Aber ich glaube, die greifen uns jetzt dann nicht mehr an, weil die mit dieser Leiche beschäftigt sind. Das heißt, wir können da einfach dran vorbeispazieren. Hallo. Lasst euch Zeit, genießt das kleine Mal. Nicht wahr? Wir gehen dann hier weiter. Klar ist auch da. Agude, Grüße gehen raus, Klar. Da ist doch richtig was los hier. Und das am Mittwoch. Bin immer wieder erstaunt. Wir sitzen fest. Ja, warte, wir finden schon einen Weg. Hier liegt ja noch ein Arm rum. Ja, braucht jemand noch eine helfende Hand? Oh je, ihr müsst jetzt nicht so nah rankommen, doch. Mal sehen. Was haben wir denn hier? Hier können wir was kaputt machen. Fangen wir doch mal damit an. In den Turm. Da ist Licht. Ja. Dafür müssen wir nur dieses Ding kaputt machen, oder nicht? Was irgendwie nicht geht. Ach, da. Ah, okay, warte. Damit starten wir. Moment. Kann man das irgendwie wieder abbrechen? Sehr gut. Gib mir mal hier so ein Feuerdingens. Oder liegen hier irgendwo... Immer erstmal gucken, ob irgendwo Stöcker rumliegen. Gut, da ist ein Stock, aber der ist schon belegt, ja? Jo, wie Grüße gehen raus. Naben. Okay, und jetzt können wir wieder auf die Schleuder wechseln und sollten dann dieses Ding öffnen können. Jawohl! Oh. Wenn das nicht die verdammten
Langfinger sind. Hallo. Bombs. Ja, das ist auch Ruhe jetzt, ne? Oh Gott. Naja, habt ihr nicht gesehen, der war schon tot. Der war schon tot. Hier gibt's auf jeden Fall Stöcker, das ist schon mal gut. Und eine Werkbank. Ah, wir können endlich mal wieder aufpimpen. Okay, wir haben nichts. Cool. Cool. Ist zwar nett, aber bringt uns überhaupt nichts. The Sadness. Oder vielleicht gibt's hier noch was zu looten. Guck mal, hier mal nochmal ein bisschen Steine. Kletter hoch. Unverzüglich. Unverzüglich. Warum klettern wir hoch? Was erwartet uns dort? Okay, ein bisschen Stoff. Ein bisschen Salpeter. Eine Leiche. Ein Topf. Wo sollen wir lang gehen? Sie sind überall. Tja, guck mal, da vorne können wir auf jeden Fall irgendwie Feuer machen. Das wird wohl gehen. Und dann können wir den Wagen wieder schieben. Ja. Das wird der Weg sein. Also. Schläfchen bei der Arbeit, wenn das der Chef sieht. Was? Wer schläft denn hier? Ich habe irgendwas verpasst. Bei der Arbeit ein kleines Nickerchen, du. Nee, das ist bei uns nicht denkbar. Das kann ich euch so sagen. Da kannst du nicht schlafen. Das fällt doch sofort auf. Keine Chance für ein kleines Schläfchen während der Arbeit. Okay, let's go. Wir probieren mal einfach unser Glück. Wir machen jetzt hier Feuer. So. Und dann machen wir uns auf zu dem Wagen. Und ich versuche den wieder anzuzünden. Das sollte klappen. Mit Glück. Oh nein, Soldaten. Wo? Ja, cool. Wir müssen da ja aber trotzdem hin. Also wir schieben jetzt erstmal und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Ich wüsste jetzt keinen anderen Weg. Oder habt ihr noch irgendwie eine Idee? Wenn ich da so gucke, führt es uns da dahin. Da sind Soldaten, klar. Man muss nicht immer Leichen sagen. Man muss nicht immer Leiche sagen, Fuchs. Reicht, wenn die Wachen schlafen oder Totstellen üben. Ich wollte es gerade sagen. Die machen Mittagsschlaf. Wir müssen schieben. Jetzt habe ich mit. Jetzt habe ich auf, verstanden. Verbrenn dich nicht. Okay, let's go. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Da drüben, oder? Schon wieder? Was war das? Das Tier kommt hier nicht leben. Der schläft jetzt. Komm und hilf mir. Los, schnell, schnell, schnell. Einfach weiter. Liegt der da jetzt irgendwo rum oder ist er in Gänze weggeschlafen? Entschlummert. Die Räder stecken im Schlamm fest. Wir müssen ihn stehen lassen. Kommt mit. Was zur Hölle machst du denn? Halt ihn fest! Ist ja widerlich. Komm schon, ich will bloß an seine Zähne ran. Schon klar, aber... Was denn? Die Ratten fressen den doch sowieso. Ducken bitte. Ja. Hast du wohl recht. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Wir finden eine Lösung. Bist schon über ihn drüber weg. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Was hat sie jetzt gesagt? Da drüben ist eine Fackel? Okay, Hugo, du bleibst hier. Wartet hier, ich bin gleich wieder da. Na gut. Drecksviecher. Ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Aber wie? Da sind doch überall Ratten. Ohne seine Fackel wird das ja nicht gehen. Oder muss ich gleich hinter ihm herlaufen? Ich muss gleich hinter ihm herlaufen, warte. Wir folgen ihm gleich. Wenn er gleich wieder losläuft, laufe ich einfach hinter dem her. Ich versuch's mal. Versuch einfach direkt hinter ihm herzulaufen. Oh Gott, 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 ist das strange. Lauf, 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 lauf! Du bist viel zu langsam! Die ganze Mühe? Was machst du jetzt damit? Muss ich oh Gott! Okay, Leute.
So. Los, los. Ducken. Ja. Bleibt geduckt. Okay, let's go. Oh, das war ganz schön intens, muss ich sagen. Sieht uns hier einer? Nein. Okay, wir gehen jetzt erstmal dahin, weil wir müssen da wahrscheinlich hoch. Da hinten gibt es bestimmt köstliches Loot, aber da scheiße ich jetzt echt drauf. Sag mal, wie es ist. Also. So, hier, hoch mit euch. Wir klettern da hoch. Ja. Hoch mit euch! Okay. Erstmal gucken, wo es weitergeht, ne? Okay. Die haben ja Stöcke im Bauch. Sieh nicht hin. Versuche alles um dich herum zu ignorieren, Hugo. Paar Stücke haben die im Bauch. Mit Spitzendrähte. Oha. Okay. Let's go. Wir brauchen. Ne? So, die Pizza ist fertig. Ich kann erstmal nicht weiterschreiben. Oh, Falke, lass dir schmecken. Selbst. Was frage ich? Was für eine Pizza habt ihr denn selber gemacht? Ich bin ja ein bisschen Pizzakonnoisseur, würde ich sagen. Also ich liebe Pizza. Ich könnte immer Pizza essen, wenn es meinen Körper nicht unendlich verfetten würde. Der Turm. Ja, wir können hier nicht bleiben. Sollen wir da mal so ein Feuerding hinschmeißen? Amicia, da drüben ist jemand. Wo denn? Hier geht's erstmal in den Turm rein und dann schauen wir weiter. Los, rein da, schnell. Lasst es euch auf jeden Fall schmecken. Oh, oh. Oh, oh. Okay, da hinten ist einer. Der steht dann wieder an diesem Gitter rum. Ob der wohl? Salami, Mozzarella, Paprika, Olive. Klingt sehr lecker. Ich bin ja Oliven-Fan auf Pizza. Mozzarella, klar, Standard, muss rauf. Tatsächlich mache ich auch immer... Wir müssen weiter. Ich mache immer drauf, entweder auch Salami, auf jeden Fall Mozzarella, dann selbstgemachte Pizzasauce von Lisa. Lisas Pizzasauce, chefkoch.de eingeben, Lisas Pizzasauce, ich predige es immer wieder, sie ist perfekt. Und dann mache ich mir immer noch drauf, also entweder Salami oder so eine Hähnchenwurst, Oliven, Zwiebeln müssen immer drauf, ganz viel Knoblauch. Ich liebe Knoblauch, es muss Knoblauch drauf. Knoblauch ist absolute, ohne Knoblauch geht gar nichts. Und ja, das war's eigentlich. Hey ho, grüße ihn raus an die Elite. Ich bekomme richtig Hunger, Falke. Oh! Das wurde aber auch Zeit! Oh nein! Hey! Hey, was treibt ihr da? Stehen bleiben! Wir treiben die Ratten vor uns her. Tut mir leid, aber wir müssen hier raus! Amicia! Lasst mich nicht zurück! Ich flehe euch an! Bitte! Hugo, nicht hinsehen! Das war nicht grausam! Hier entlang! Kommt! Also das Spiel ist schon echt mies. Also jetzt mal wirklich. Das ist echt mies. Okay, das ist der nächste Dödel. Oh nein, die Fackel. Oh. Wir müssen ohne sie weiter, Amicia. Ihr seid aber auch dämlich. Ups, da ist sie mir in den Modder gefallen. So eine Scheiße aber auch. Ist jetzt doch nicht euer Ernst, Mann. Wenn da mein Leben von abhängt, dann passe ich doch auf. Wenn ich, also, naja, es ist halt nur fürs Spiel, ne? Damit wir wieder leiden müssen. Kein Achievement für den Fuchs. Wieso? Hätte es eins gegeben? Um Gottes Willen, sag bloß, es hat ein Achievement gegeben. Ich muss ja gestehen, ich bin so ein bisschen Achievement-Jäger schon. Ich bin jetzt keiner, der unbedingt immer 100% haben muss oder so, aber ich freue mich schon, wenn sie dabei sind, sag ich mal. Okay, da ist wieder ein Typ. So ein Dude. Da, ein Soldat. Er versperrt uns den Weg. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt. Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das. Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnum, du wirst schon sehen. Du musst es vermischen. Du kannst jetzt Somnum herstellen. Halte den Tabulator gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Du hättest ihn verschonen können. Ich hätte ihn verschonen können? Jetzt tatsächlich, hau mal ruhig raus. Ist jetzt zwar ein bisschen spoilermäßig, aber hier im Stream. Wie hätte ich das gemacht? Wie hätte ich den verschont? Hätte ich die Fackel mit einem Feuerding anschmeißen müssen? Oder was hätte ich machen können? Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich dachte, das Spiel will es so.
Ich mach's erstmal Somnum. Eliminiert Gegner, ohne Geräusche zu verursachen. Okay. Etwa so? Perfekt. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas? Gut, ich hoffe, du weißt, was du tust. Somnum lässt Gegner endgültig einschlafen. Nähere dich unbemerkt einem Gegner von hinten und drücke E, sobald das Symbol angezeigt wird, um es zu verwenden. Ich weiß leider nicht wie, weiß nur, dass es gegangen wäre. Okay, das ist cool. Aber finde ich gut, dass es gegangen wäre. Ich habe es natürlich nicht geschafft, ist klar. War auch nicht von auszugehen, aber... Und in die Fresse rein. Und jetzt schubsen. Oh. Schläft er? Ja. Für eine Weile. Danke. Ich habe das Leben retten. Ich habe jetzt echt gedacht, die schubst den einfach da rein, weißt du? So hätte ich es gemacht. Solltest du noch Somnum im Inventar haben, wenn dich ein Gegner packt, kannst du es als letzten Ausweg nutzen, um dem Tod zu entkommen. Aber Vorsicht, weiter habe ich nicht gelesen. Eine sehr lange Weile. Ich mache noch mal mindestens ein Somnum. Sicher ist sicher. Wie geht's denn nun hier weiter? Wir brauchen wahrscheinlich wieder Feuer. Können wir ruhig auch noch ein bisschen machen. So. Let's make the fire. Great again. Oh, mal, da bewegt sich irgendwie was. Oh. Okay, erstmal vorsichtig. Eine Maschine. Ja. Sieht ein wenig anders aus. Du kannst deine Gefährten bitten, mit bestimmten Objekten zu interagieren, wenn du Q drückst, sobald ein Symbol angezeigt wird. Mal sehen, interagieren. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Ich lasse los. Achtung! Aber wir beeilen uns lieber. Okay, und let's go. Okay, wir haben es gerade so irgendwie geschafft. Nice. Ist der Kumpel auch mitgekommen? Ist unser Kumpel noch dabei? Du bist ja noch da hinten. Kumpel, komm doch mal rüber. Kannst du das übernehmen? Ja. Du musst dann auch hierher kommen. Verstehst du? Mal sehen, ob er das versteht. Und herkommen. Lauf, 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 lauf. Du musst jetzt herlaufen. Komm her. Okay, nein, klappt nicht. Gut. Dann müssen wir hier erstmal was tun. Und zwar werden wir ihn wahrscheinlich gleich abholen müssen, indem ich jetzt erstmal hier ein bisschen Feuer drauf schmeiße. Puff. Dann kann Hugo... Schaffst du das? Jetzt hier mal so ein bisschen Stock nehmen. Los, Hugo, genau so. Bring ihn wieder her. So ist es fein. Hier damit rumwedelt. Ich hab ihn! Hugo, nächstes Mal kannst du ruhig auch 1, 2, 3 Stöcke mitnehmen. Also. Denkst du, du kriegst das hin? Für den Fall. Befälle. So, Achtung, Hugo, wir müssen uns vorbereiten. Wenn es gleich wieder angeflogen kommt, dann rennen wir los. Los, 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 los. Okay, we did it. Können wir nochmal Nachschub aufsammeln? So, unser nächstes Ziel führt uns in diese Richtung. Immer dem Aquädukt folgen. Hab mal nachgesehen, ist wie vermutet, dass man die Lichtquelle neben dem Soldaten hätte entzünden müssen. Siehste, ich hätte es vielleicht doch hingekriegt, aber ich wollte ihn vielleicht auch einfach sterben sehen. Tja, schade. Achievement ging nicht raus. Naja. Da können wir uns bei Hugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier weg. Hier weg. Ja. Na los, gehen wir. So, hier geht's. Nicht weiter. Was ein Game, ey. Ich bin mal gespannt, wie das irgendwie nachher auch ausgeht und so, ne? Also. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir nicht mit. Habe ich inzwischen Zeug gesammelt für. Ich kann nichts upgraden, also entweder
übersehe ich die ganze Zeit Sachen, was durchaus sein kann. Also, wer mich kennt, ne? Also, ich nehme zwar gerne Löffel und Besen mit, aber die wichtigen Sachen, die übersehe ich dann gern mal. Grüße gehen raus. Zum Glück kann der Falke gerade nicht schreiben, weil er am Essen ist. So. Okay. Oh mein Gott, was für ein Haufen an Gedöns. Ja, ja, kommt mal nicht so nah ran da. Okay. Ich entzünde das da. Dann geht's jetzt... Ich wäre jetzt da drunter durchgegangen, aber drüber geht natürlich auch. Oh! Das Der Karren ist mit einer Kette festgemacht. Ja, Moment, Hugo. Ich habe ja noch Steine. Das ist gar kein Problem. Macht euch bereit. Wir müssen im Licht bleiben. Hä? Du musst doch schießen, Mädel. Oh, oh. Los, so, dem Wagen los. Folgen. Dem Wagen folgen. Wir halten ihn nicht auf? Nein, lau. Einfach. Das gefällt mir aber nicht. Nee, mir auch aber nicht. Das funktioniert doch. Bom. Okay. Na gut. Es hat funktioniert. Manchmal bitte auch einfach ein bisschen mehr Vertrauen, ja? Bisschen mehr Vertrauen. Okay. Ansonsten, ich frage mal die Runde. Wie war eure Woche bis jetzt? Hoffe. Oh, oh. Doink! Und Ende Gelände. So lobe ich mir da, die Soldaten. Das ist relativ easy gemacht. Einfach mal eben die Lampe, die Funzel kaputt hauen und dann ist auch Ruhe. So, okay, da hinten gibt es wahrscheinlich wieder Stöcker. Da, ja. Auf dem Turm sind das etwa. Ja. Tote. Sag doch nicht, dass das Tote sind. Wir haben uns doch darauf geeinigt, dass wir sagen, die schlafen, machen Pause, sind krank. Keine Ahnung, aber noch nicht tot. Okay, Leute, wir machen einmal hier Feuer. Hui! Dann. Oh, was machst du denn? Um Gottes Willen. Dreh die da durch? Kann ich das hier anzünden? Okay, wo müssen wir denn hin? Kenshin, joa, war okay. Nicht zu hektisch, nicht zu langweilig. Wie war deine so? Ging, sag ich mal. Also wir hatten Montag so einen Brief in der Post. Dann war ein bisschen was los, sag ich mal. Aber wir haben uns inzwischen beruhigt und alles ist gut. Also nichts Schlimmes. Aber ja, das hat ein bisschen für ein bisschen Aufsehen gesorgt. Ansonsten ist Corona-mäßig gerade alles wieder relativ scheiße bei uns. Es geht richtig los jetzt hier, auch in dieser Gegend. Und wir bereiten uns jetzt... Oh! Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Wir bereiten uns jetzt auf den nächsten Homeoffice-Turn vor. Diesmal aber etwas koordinierter. Letztes Mal sind wir halt so... Es passierte einfach. Von einem Tag auf den nächsten, zack, in Homeoffice rein. Und diesmal wird das einfach etwas koordinierter. Ist dann aber ein langer, tiefer Schlaf. Oh, warte. Was haben wir denn jetzt falsch gemacht? Ach hier, da oben, das können wir kaputt schießen. Guck mal. Das Problem ist, wann machen wir das? Da, auf dem Turm. Sind das etwa... Ja, Tote. Ja, ich sehe das schon. Ich muss das bitte an... Oh nein, oh nein, oh nein. Zurück. Okay. Mehr Konzentration, Herr Foxy. Hallo, es ist spät. Ich habe doch schon gesagt, ich bin müde. Ich hatte echt eine harte Woche bis jetzt. Aber, also normalerweise wäre das heute so ein Day gewesen, wo ich es hätte einfach auch verschieben können. Aber ich habe so Bock, hier weiterzuspielen, weil es einfach so spannend ist, dass es nicht geht. Deswegen, wir müssen jetzt gemeinsam uns ein bisschen durcharbeiten. Das wird schon. Kann ich vielleicht jemand anderen dieses Ding nehmen lassen. Hier kannst du das nicht nehmen, Diggi, Kumpel. Jemand an oder ich kann. Ah, warte. Ich weiß Bescheid. Wir können das ja fallen lassen. Geht es denn dann direkt aus? Habe ich irgendwo was übersehen? Hier kann ich kein Feuer anmachen. Ne, wir müssen wieder zurück. Wieder zurück. Also entweder kann ich jemand anderem diesen Stock geben. Das wäre eine Option, der dann da mit vorläuft.
Oder ich kann ihn auf den Boden fallen lassen, aber wenn ich mich recht entsinne, geht er dann sofort aus. Das war, glaube ich, so der Deal. Wir probieren das mal eben. Liegt da noch Zeug rum? Jetzt müssen wir gucken, was passiert. Ja, es geht sofort aus. Nee, keine Option. Also wir müssen auf jeden Fall das Ding runterschießen. Da sind wir uns einig. Das Problem ist, das ist mittendrin. Und wir brauchen irgendwie eine Lichtquelle, damit wir in Ruhe schießen können. Ich komme nicht nah genug ran. Oder habe ich einfach keinen Stein ausgewählt gehabt? Das kann auch sein. Ja, ich bin einfach nur doof. Alles gut. Ich bin einfach nur doof. Doch. Ich bin einfach etwas doof. So. Vorsicht! Da steht doch so ein leerer Stock im Boden. Nee, nee, ich war einfach nur zu doof. Man muss halt auch den Stein auswählen als Item, um ihn zu verwenden. Und nicht das Feuerding. Das hätte uns hier nämlich nicht weitergebracht. Das Spiel hat alles richtig gemacht. Ich war einfach nur zu hochbegabt. So. Jetzt die Frage, wie es jetzt aber hier weitergeht. Hier brennt jetzt zwar alles schön. Na doch, wir kommen bis zu der Fackel. Da vorne kommen wir wohl. Das wird gehen. Und hier gibt es wieder Stöcker. Ist ein Dekostock, der tut nur so, als wäre er nützlich. Ja. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Oh, wir müssen hier rüber. Ich helfe dir hoch. Hugo, was ist los? Ich kann nicht. Oh. Amicia, ich fühle mich nicht gut. Was ist denn? Lass mich dich in den Arm nehmen. Die Makula, er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo, Hugo, denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen. Na los, wir suchen noch mehr von ihnen. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Wir werden einen Ausgang finden. Der würde vermutlich viel zu lange brauchen, um zu brennen. Der Stock, ja, das dicke Ding, das dauert. Man muss sich auch mal Zeit nehmen. Wir müssen ja hier nicht durchrushen, ne? Da macht man sich gemütlich, legt den Stock ins Feuer und dann wartet man, bis der anfängt, ordentlich durchzuglimmen. Meine Güte, das wird aber auch nicht besser. Die Frage ist auch, wer hat die so schön aufgetürmt und Fackeln reingesteckt, ne? Warum hat jemand Fackeln in diese Leichenberge gesteckt? Warum? Weil es sind ja Ratten da, dann können die ja aufessen. Ist doch gut. Oh nein. Okay, einen können wir platt machen. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt! Gaien gehört uns! Was schweißt du da rauf? Ah, shit. Ah, Mist. Laufen. Brennt! Brennt! Oh nein, wir sind leider zu müde. Lukas ist gestorben. Okay, schade, das hat nicht so gut funktioniert. Aber die Idee war gut, ja. Da muss für den Level-Designer schon merkwürdig gewesen sein. Ja, steck doch mal eben jetzt halt noch ein paar Fackeln rein, Mann. Wo sind wir denn jetzt? Achso, okay. Alles gut. Aber man muss sagen, die Save-Points sind fair. Kannst nicht meckern. Allgemein, glaube ich, war das ein ekelhaftes Projekt für den Steam. Allein die Animation, wenn Ratten Leute zerfleischen, immer und immer wieder zu überarbeiten, bis es möglichst gut aussieht. Du sollst doch nicht die Schleuder nehmen. Ah, du hast recht, ich kann ja da so ein Ding hinlüpfen mit SCG. Sorry, siehst du, Kuchen hat aufgepasst. Wir haben keine Kuchen hat Fall. Aufgepasst. Kuchen hat die Steuerung besser verinnerlicht als ich. Wir müssen STRG drücken, nicht die Schleuder. Oh, nur Mann. Mut, Leute. Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu Ich bin auch müde. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von Nee, das zu laut ist nicht das Problem. Ja, doch, in dem Fall ist zu laut das Problem, hast schon recht. Aber man sieht uns dann halt auch gut, Sie ne? gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch Wenn wir uns jetzt hier hinstellen. Oder nicht? Dann los jetzt! Gaien gehört uns! Das war ein Geräusch, oder? Ja, geh mal hin. Ich denke schon. Geh mal gucken! So, weg hier.
sieht halt auch wirklich nicht schön aus, ne? Also. Ich hätte schwören können. Also ich bin mir sicher. Kurin, gut gemacht. Gut gemacht. Amicia, ich bin so müde. Siehst du, da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na, endlich. Was für ein Kapitel, du. Die haben schon lange nicht mehr gekämpft, muss ich sagen. So gegen einen Typ. Wo kommt ihr denn her? Seid ihr allein? Achtung. Sag schon, Drecksack. Das ist meine Schwester, Bastard. Jetzt lasst uns gehen. Ihr werdet uns auch nie wiedersehen. Versprochen. Sicher nicht. Da, wo ich herkomme... Hey, und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Hey! Jetzt! Soldaten, hier gibt es Schwierigkeiten. Lass uns abhauen. Lass uns auch abhauen. Los, 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 los. Hinterher. Da, sie fliehen. Hey, Hugo! Hugo! Lauf! Amicia! Lass mich los! Ernsthaft jetzt? Aber es gab ein Achievement übrigens. Ihr könnt ihn nur nicht sehen. Habe ich im Stream vergessen anzublenden. Beschädigte Güter. Ja, wir sind schon irgendwie ein Gut, ja. Und man hat mir auf den Schädel gehauen. Das tut weh. Ist eine Beschädigung. Ja, das lief ja scheiße, hey, irgendwie. Kleine, aufwachen. Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. So. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Lady de Rune. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul! Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Halt's Maul. Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. Räudiger Köter. Räudiger Köter. Ich dachte jetzt erst, er wollte an unsere süße, süße Kös. Nö! Wer seid ihr? Millie. Und das ist Arthur. Das ist alles eure Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Die Schweine haben eine Schleuder. Die brauchst du nicht. Ich folge jetzt einfach. Vor allem, sie wird gerettet. Das ist alles eure Schuld. Anstatt Danke zu sagen, erstmal meckern. Ja. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Sieh dich nach einer Ablenkung um und drücke Q, damit Arthur und Millie die Soldaten kurz beschäftigen. Wie wirst du damit? Die Flaschen da. Nein, dann versperrt er uns den Weg. Oh, der Karren. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Komm mit. Zum Laufen. Er ist also dein Bruder. Na los. Sus, 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 sus. Bleib im Schatten. Sie sollen nicht wissen, wer hinter ihnen her auf unserer Seite gab. Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber wegen der Ratten kann man nur schätzen. Niemand. Hugo ist allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Wenn er Angst bekommt, dreht er durch. Ich muss erstmal looten. Erst wenn ich gelootet habe, geht's weiter. Da ist noch Loot. Also erst denken und dann beschuldigen. Ja. Grandios. Scheiße, wo ist sie jetzt hingerannt? Ich bin doch am Bluten. Sei still. Über die Valois-Dörfer hergefallen. Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Eine biblische Plage. Und das ist erst der Anfang. Wir haben andere Probleme als diesen Krieg. Das Feuerbecken ist aus Metall. Nein, sie würden uns den Weg versperren. Das war's mit den Sperren. Ja, gut. Mach dich bereit. Da hinten ist noch was, Scheiße. Ich sehe ihn nicht. Was ist hier
Jetzt. Lauf. Das ist schon spannend. Oh mein Gott, wir laufen direkt an einem Arsch vorbei. Ja, okay. Scheiße. Das ist ja hart hier jetzt. Am ganzen Altglas vorbei. Okay. Es ist schon spannend. Also wirklich, es ist mega spannend. Hoffe, Hugo geht's gut. Ich glaube schon. Ich hoffe es auch. Vorsicht. Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Und dann diese Kerle da mit ihren Bögen. Lauf. Fuck. Die machen mich noch irre. Bleib unten. Ist gut. Ich bleib die ganze Zeit unten. Das ist mir zu krank hier. Okay. Bogenschützen sind sehr ungeil. Nicht atmen. Sie atmet auch noch schwer. Das ist ja eigentlich so überhaupt nicht mein Ding, ne? Sag ich ja, wie es ist. Schleichen und ich geht ja gar nicht eigentlich. Aber bis jetzt, muss ich sagen... Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir. Was ist damit? Das Zelt ist im Weg. Zu England. Da, der Topf. Ja, gut gesehen. Du brauchst doch nur eine Fackel, um sie zu vertreiben. Jetzt nach links. Okay. Vorsichtig, du kennst die Befehle. Schneller! Scheiße! Renn ich da einfach los! Da war nichts. Was für ein Gefangener bringt schon eine hohe Belohnung? Kinder von Valois. Der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Roon. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein. Keine Sorge. Das musste ja passieren. Wir müssen uns beeilen. Gleich werden sie rausfinden, dass wir weg sind. Wenn wir Robin Hood da überwältigen, haben wir denn neues Spielzeug? Wäre cool. Mit einem Bogen? Ich liebe ja Bogen. Ich finde Bogen sehr cool. Das und das. Und Knoblauch. Ganz voll übel. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver. Wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken. Wärst du so freundlich? Mach mal. Okay, ich hab gedacht, sie kommt von der anderen Seite. Kam sie aber nicht. Nicht so laut. Hier, viel Spaß damit. Gut gemacht. Dann weiter. Können wir uns. Ich komme schon. Irgendwas zusammenmischen, so wegschnupfen. Für Hugo. Los jetzt raus hier. Leise. Melly, nicht da lang, da sind zu viele von ihnen. Und da rennen wir trotzdem da lang. Ah, die sind doch alle am. Die sind doch alle besoffen. So, pssst. Um Gottes Willen. Bald haben wir weder Brot noch Wein. Um Gottes Willen. Nicht so schnell, ich bin nicht so. Oh, guck mal, lecker. Muss ich sofort an Guild Wars, an diese Fleischspieße denken. Oh, du bist verrückt. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Ich bekomme hier noch Herzflimmern. Ich liebe das Schleichen, aber vergeige das immer, weil ich immer alles hören, sehen. Geht mir genauso. Ich bin entweder zu ungeduldig. Oh, wie das aussieht. Guckt euch das an. Bin entweder zu ungeduldig. Mein Bruder. Sieht ganz so aus. Schnell. Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist sie? Deine diese Schwester. Lieber halt dich. Ich wusste doch, sie wollen in unsere süße, süße Küste. Die Kleine. Die meisten hier gehen vor die. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Kleine ist entkommen. Ihr Käfig steht offen. Alle suchen nach ihr. Scheiße. Verteilt euch. Achtet auf die Türen. Und bleibt wachsam. So ein Käfig öffnet sie nicht von allein. Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Let's go. Jetzt alle wegrennen? Voll geil. Renn auch alle weg, anstatt dass hier noch irgendjemand den jetzt bewacht. Ich würde den ja jetzt bewachen, den Jungen, ne? Weil, wo würde ich denn wohl davon ausgehen, dass sie da hinkommen? Durchsuch die Zelte! Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus.
Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Truhe da gesteckt. Gut. Schnell, wir haben nicht so viel Zeit. Kannst du die bitte einmal knacken? Nee, übernimmst du. Danke. Sonst noch was zu looten hier? Bisschen schneller bitte, ich brauche mein Inventar wieder. Das wäre äußerst nett. Dankeschön. Das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. Endlich. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. Let's go. Zum Glück sind sie beschäftigt. So, einmal knacken. Die war für mich einfach nur unfassbar nervig. Ich habe ewig gebraucht, bis ich hier durch war. Sie sagten, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Bei zwei Spielen habe ich nicht mal ein Tutorial geschafft, weil ich so lange fürs Schleichen brauche. Sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Und Melly kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja, am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Wo? Ach, ich muss voran. Ich dachte, warum rennt sie denn hier rum wie so ein Irre? Wo müssen wir denn jetzt lang? Die Soldaten, Bericht! Noch immer nicht. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Aussperren. Teilt euch auf. Wo müssen wir denn lang? Ich brauche einen Weg, Mädel. Am anderen Ende des Lagers. Tja. Ja, cool. Da stehe ich ja voll drauf. Mann. Viel zu aufregend für eine alte Frau. Ach was, Kuril, das kriegst du schon hin. Du hast schon mehrere Paw Pet-Shows überstanden. Die sind auch immer sehr aufregend. Und auf Englisch. Okay, so, let's go. Dann könnte natürlich jetzt hier so einen Stein drauf werfen. Oh, ne, oh. Jetzt müssen wir hier Freestyle-mäßig selber durch. Das finde ich ja ganz schrecklich. Ich bin ja dann doch so ein Spieler, der ganz gerne mal an die Hand genommen wird, vor allen Dingen, wenn es um sowas hier geht. Oh, nee, Alter. Hier gibt es nichts zu berichten. Hier geht's nicht weiter. Hab da eine Faustregel. Hier ist noch Loot. Da war ich noch nicht. Oh. Und wer ist zum Glück ein bisschen bescheuert? Oh, warte. Bist du dir sicher? Absolut, ich bin's leid wegzulaufen. Okay. Was? Oh nein! Scheiße. Da ist was. Hey! Dann los. Gottes Willen. Fühle ich. Jede Ecke muss erkundet werden. Ja, ich gehe damit d'accord, aber bei so einem Schleichding, wo ich schon weiß, dass jedes Mal kann ich drauf gehen. Da bin ich dann nicht so drauf. Da sag ich mir dann auch, ich will einfach nur durchkommen. Einfach nur irgendwie durchkommen. So, ich möchte jetzt gerne diese Kiste haben, nachdem ich jetzt so viele Leute umgebracht habe. Schlafen gelegt. Melly, übernimmst du? Also schön. Oder du hast das Loot übersehen. Ja, das klingt jetzt wieder nach mir. So, wir gehen mal weiter. Wir bleiben mal so ein bisschen hier auf der rechten Seite. Das scheint ganz gut zu gehen. Oh, nein. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Nicht zu sehen. Wir warten mal kurz, bis er weggeht. So, wunderbar. Ich wollte den jetzt wegmachen. Hier ist der Moment. Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. Oh,
Hey, ist das aufregend. Also wirklich aufregend. Also echt mal jetzt aufregend, Mann. So. Ich bin mehr der Typ, der erst den ganzen Raum akribisch zerfleddert, dafür aber massiv kacke in Rätsel-Dungeons ist. Ja, das variiert so ein bisschen. Wenn die Dinger so sind, dass ich das verstehe, dann ist es gut. Es hängt echt vom Spiel ab. Also, ich habe mich aber auch bei Breath of the Wild, glaube ich, gab es so ein paar Dinger, da habe ich mich auch peinlich schlimm angestellt. Aber das gehört dazu. So, da ist so ein Bogentypi. Kann ich den wohl treffen? Ja. Lasst uns in Frieden. Bocken. Das war unglaublich. Gut, ne? Ja. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Wahrscheinlich gibt es ein Achievement, wenn man hier durchkommt, ohne wen platt zu machen. Wollen wir wetten? Alles wird gut. Wir schlagen uns. Solange ich Steine habe, du, ist gar kein Problem, ne? Merkt ja auch keiner, dass ich die ganzen Leute hier umbringe. Ist alles cool. Ich löse dabei immer random die Rätsel oder finde auf der Suche Kram für Quests, die erst viel später dran kommen. Bei Outer Worlds ist mir das andauernd passiert. Ach, die Outer Worlds. Kommt jetzt übrigens bald auf Steam. Also wer bis jetzt so wie ich so ein Epic-Hasser ist und sich das nicht gegönnt hat und das keinen Bock auf den Abo hatte im Xbox Live-Abo, Game-Abo. Oh, oh. Der kann jetzt bald auf Steam zuschlagen. Oh, oh. Ich gehe mal erstmal hier hinten lang. Kannst du dir doch nicht ausdenken. Wir müssen den wegmachen, der sieht uns zu oft. Oh, da ist noch einer. Ich kann hier nicht ruhig rumlaufen, solange mich die Leute hier sehen. Das bringt nichts. Nichts. Keine Sorge, falls ihr alle irgendwie auch mal Pipi machen müsst oder so, ist gleich soweit. Wow, Alter, auf was eine Distanz die das auch regelt. Läuft bei ihr. So. So viele Pferde. Ich bin ja ein bisschen Pferdefan, muss ich sagen. Früher fand ich voll doof, inzwischen voll Pferdefan. Ich würde gleich eins mitnehmen. Ja, kenne ich. Ich sag nur, das gekrönte Tier. Oh, hör auf mit diesem gekrönten Tier. Das war eine Vollkatastrophe. Darauf habe ich so. Das meinte ich. Das war eins dieser Dinger. Das war eins dieser Dinger. Das war ja fürchterlich. Fürchterlich. Wie doof kann man sein? Aber ich muss sagen, ich habe echt coole Ideen gehabt, was das gekrönte Tier sein kann. Ich habe da viel zu verkopft gedacht. Ich habe so viel deeper gedacht, dass das voll kompliziert ist und irgendein Gleichnis oder sowas. Nein, es war einfach nur ein Hirsch. Ja. Oh oh. Aber immerhin ein Pferd. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Ja. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Oh! Amicia, dräng sie zurück! Oh. Die Inquisition? Was zum Teufel habt ihr getan? Bleib gar stehen. Nichts! Sie haben nichts getan! Sie wollen Hugo! Entkomme aus dem Lager! Hugo, lass uns Steine nehmen und dann immer Melly hinterher. Los, los, los. Wie er hinter uns herläuft. So, oh, ich weiß, voll fies. Es ist gerade mega spannend, aber wir machen jetzt erstmal Päuschen, du. Wir machen jetzt erstmal entspannte 5 Minuten Pause. Ihr braucht doch alle jetzt was zu trinken und müsst mal Pipi machen, weil ihr wisst ja, wenn so gestresst die Blase und so, das ist gefährlich. Das ist gefährlich, ne? Vor allem, wenn du ohne Internet nicht rausbekommst, wo der Questgeber ist. Irgendwas habe ich verpasst, warte. Hab aufgegeben, die Quest zu suchen. Lösungsbuch. Ich muss erstmal weiter. Ich bin dann nach der Pause erstmal weg. Kuchen, du verpasst den ganzen Spaß. Das wird jetzt gerade richtig spannend, ja. Bei mir war es auch mehr das, da geh da und dahin und finde den Stein, irgendwas, wait, und dann geht das schon. Okay, bin eine Stunde weg. Alles klar, Kurin. Bis vielleicht in einer Stunde. Ich guck mal, ob das heute 3 oder nur 2 werden. Ich weiß noch nicht so genau. Wir machen jetzt erstmal kurz 5 Minuten Pause, Leute. Wir sehen uns gleich in 5 Minuten wieder. Ne? Geht euch eben kurz mit was zu trinken versorgen, geht kurz Pipi machen und dann geht das gleich weiter. Ne? Bis gleich in 5 Minuten. 5 Minuten.